So, hallo. Täglich grüßt der Hundetrainer. Heute mit einer Frage, die mal um mich ging, beziehungsweise um meine Hunde. Die Frage war, wie handhabe ich das eigentlich, wenn Gaia läufig ist? Und ist es normal, dass Hündinnen, wenn sie läufig sind, zickiger auf andere Hündinnen reagieren? Beantworte ich euch. Also, zu Gaias Läufigkeit muss man sagen, dass ich da wirklich Glück gehabt habe. Also die scheint nicht so extrem stark zu riechen, sodass jetzt nicht von, weiß ich nicht wie viel, 100 Metern die Rüden schon angerannt kommen. Ich habe die tatsächlich sogar mehrmals läufig schon mitgehabt. Sei es in Holland, wenn waren wir 4 Tage mit der Hundeschule in Holland und es waren halt intakte Rüden dabei und eigentlich hat sich nur einer so wirklich für sie interessiert und den hat sie ständig weggebissen. Also das ist eine Kombination aus zwei Dingen, die die Läufigkeit für mich bei Gaia einfach macht. Das eine ist, sie riecht nicht so stark, nicht so viele Hunde fühlen sich davon angesprochen, nicht so viele Rüden. Das zweite ist, die ist einfach überhaupt nicht an anderen Hunden interessiert. Das war sie noch nie. Das ist eine Eigenschaft, die der Border Collie tatsächlich hat, dass er sich eher an ein Menschen bindet und solange der da ist, ist erstmal alles gut. Und die Gaia ist eher so, dass sie abends auf der Couch schon versucht, mit mir anzubandeln, was natürlich nicht funktioniert. Aber die lässt halt keine Rüden ran. Die beißt die weg, die jagt die zum Teufel. Ist da sehr, sehr robust und penetrant. Sie blutet auch nicht so stark. Also wir haben wirklich so 2 Tage, vielleicht mal 3 Tage in einem Zyklus, wo wir so ein paar Tropfen Blut überall haben. Ansonsten ist sie sehr reinlich, putzt sich viel. Sie wird dann sehr kuschelig. Ja, sie will viel kuscheln und will viel Ruhe haben. Auch danach will sie noch ein paar Wochen wirklich nah bei uns sein und immer dabei sein und legt sich ja auf der Couch wirklich auch an uns ran. Das macht sie sonst nicht. Also sie ist sonst sehr, sehr, ja, braucht sonst immer so ein bisschen Abstand. Kuscheln ist nicht so ihrs. Also da habe ich einfach Glück gehabt. Die Gaia ist da wirklich easy. Ich weiß, dass wir als wir in Holland waren, da war der Lou dabei, der Lou ist ein Terrier. Der ist schon älter gewesen, da war er glaube ich 6 oder 7. Und der ist ihr den ganzen Tag hinterhergerannt und die hat das gar nicht interessiert. Die hat weiter mit ihrer Frisbee gespielt, ab und zu hat sie mal ihm eine Ohrfeige verpasst. Und wir haben uns da gar nicht so viel große Sorgen gemacht. Ja, natürlich haben die Kunden immer so ein paar Späße gemacht und ich auch, aber lief eigentlich ganz gut. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass Gaia auch aus einer Zucht kommt, wo das Belegen der Hündin tatsächlich auch schon so ein bisschen schwieriger war. Also nicht schwieriger, aber wenn die läufig waren, die Hündin in der Zucht, da kam dann ein Rüde rein, dann haben die zusammen im Garten gesperrt, dann haben die nicht sofort geschnackselt. Also da ist dann auch mal nichts passiert oder die Hündin hat nicht aufgenommen oder so. Also das ist tatsächlich, denke ich, auch eine Geschichte, die vererblich ist. Also sehr sexuelle, gut riechende Labrador-Weibchen werden wahrscheinlich, da wird es wahrscheinlich viel schneller zur Sache gehen. Sag ich jetzt mal so. Kann ich aber nicht hundertprozentig sagen. Der zweite Teil der Frage, ob sie dann zickiger auf andere Hündinnen reagiert, ja, definitiv. Sogar Gaia. Und die ist halt wirklich sehr angenehm in der Läufigkeit. Aber viele andere Hündinnen, wenn die läufig sind, dann werden die richtig krawitzig, ey. Da haben die wirklich keinen Bock auf andere Hündinnen. Und das ist absolut in Ordnung. Ist absolut verständlich. Und Hand aufs Herz, wir alle kennen auch Menschen, die... Jetzt muss ich das vorsichtig ausdrücken. Wir alle kennen auch weibliche Menschen, also Frauen, die immer mal wieder im Monat ein paar Tage haben, wo man sie einfach mal in Ruhe lassen sollte. Ja, also ich denke, dass das bei Hunden genauso ist wie bei Menschen auch. Es gibt Frauen, die haben überhaupt keine Probleme mit den Tagen, die kommen und gehen halt. Es gibt Frauen, die haben ständig Schmerzen. Es gibt Frauen, die werden launisch. Das hat halt viele biologische Hintergründe sicherlich und so wird es beim Hund auch sein. Es wird Hunde geben, die juckt es einfach nicht groß, dann sind sie halt läufig. Und es wird Hunde geben, die dann nur noch ans eine denken. Es wird Hunde geben, die vielleicht sogar tatsächlich Schmerzen haben. Menstruationsbeschwerden bei Frauen, sowas gibt es sicherlich auch bei Hunden. Wir können sie halt nur nicht fragen. Aber ja, die werden zickiger. Die haben weniger Lust auf andere Hunde. Und das ist auch okay so. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. Man muss halt ein bisschen schauen. Wir haben das häufig in der Huta. Es gibt auch Hunde, die riechen einfach 2-mal im Jahr generell gut, obwohl die kastriert sind. Und da muss man halt gucken, weil in diesem Zyklus werden die zwar von Rüden stark belästigt im Zweifel. Kann auch passieren, wenn die läufig sind, ne? Dass sie von Rüden stark belästigt werden, sich aber selbst nicht so gut durchsetzen. Da muss man dann halt als Mensch helfen. Da muss man halt die Rüden immer wieder wegjagen. Und wenn dann da so
ja, unangeleinte Rüden meine Hündin belästigen, dann würde ich die schon zum Teufel jagen. Und das würde ich halt auch den Besitzern zu verstehen geben. Problematik ist, dass viele Besitzer das nicht interessiert, wenn du sagst, mein Hund ist läufig. Ja. Und dann würde ich halt immer sagen, mein Hund hat Flöhe. Und dann haben die relativ schnell holen die ihren Hund weg. Da haben wir mal ein TGH drüber gemacht. Das muss ich mal verlinken, ist schon ein bisschen länger her. Ja. Also völlig in Ordnung, dass euer Hund launischer wird in der Läufigkeit während dem Zyklus. Das kann unterschiedlich lange dauern. Die Läufigkeit ist halt wirklich schwer auf so Tage zu begrenzen. So unterschiedlich wie das Zeitliche schon ist, so unterschiedlich sind auch die Reaktionen der Hunde. Das war's auch für heute. Das war ein kurzes TGH. Aber es war eine gute und kurze Frage, die ich schnell beantworten konnte. Ich habe da wirklich Glück gehabt. Also Gaia ist kein Maßstab. Ich habe die auch schon läufig oder während der Läufigkeit, nicht genau in den Stehentagen, aber während der Läufigkeit in der Huta gehabt und viele Hunde interessiert es gar nicht. Die wissen ganz genau, wenn sie dann an die Gaia rangehen, gibt es sofort Backpfeifen und dann lassen die in Ruhe. Also das Glück hat leider nicht jeder. Ja. Wenn ich euch sagen sollte, welche Rasse am meisten Probleme hat mit Läufigkeiten und Rüden, die sie belästigen, ist es echt der Labrador. Die Labi-Mädels, die riechen offensichtlich so extrem gut. Da läuft ein Labi-Mädel läuft vor und dann laufen da fünf, sechs Rüden so hinterher. Das habe ich bei Gaia noch nie gehabt. Gut, dann warte ich mal noch ein paar Minuten und dann geht meine Gruppenstunde los. Der letzte schöne Tag dieses Jahr mit 30 Grad. War Pepe? Gut. Das war's für heute. Ich bin raus. Tschüss.